Moin liebe Freunde der Elektromobilität und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Jens vom Kanal Move Electric und schön, dass ihr heute dabei seid. Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Gigatest von einem nicht mehr ganz taufrischen Auto. Ich sitze hier nämlich im Smart Hashtag 3. Den gibt es ja schon einige Zeit auf dem Markt, aber ich hatte ihn halt noch nicht bei mir im Test. Was ich schon mal hatte, war der Hashtag 1. Das war über ein Jahr her, im September 2023. Damals waren es 27 Grad draußen, mörderheiß. Ja, heute Ende November sind es eher so 5 Grad. Wird also mega spannend, jetzt hier im Gigatest sich mal das ganze Auto anzuschauen. Wie ist die Praxistauglichkeit? Wie ist das mit dem Hund hinten im Kofferraum? Im Smart Hashtag 1 war das alles kein Problem. Hier im Dreier, der ein bisschen coupéhafter ist, da könnte es knapp werden. All das schauen wir uns natürlich an. Vor allem auch, wie ist die Reichweite und der Verbrauch. Der Wagen ist ja ein bisschen niedriger mit seiner Coupé-Form, hat auch einen besseren CW-Wert. Aber sonst ist eigentlich alles identisch. Wir haben hier Heckantrieb, 62 Kilowattstunden Netto-Akkukapazität, 445 Kilometer WLTP-Reichweite. Ja, da bin ich total gespannt, wie sich der Smart Hashtag 3 hier in meinem Test schlägt. Das wird mit Sicherheit ein sehr interessantes Video, deswegen unbedingt dranbleiben. Leute, wenn man jetzt hier in den Hashtag 3 einsteigt und den 1er schon kennt, dann gibt es hier erstmal kaum große Unterschiede. Das Einzige, woran es sich unterscheidet, ist natürlich hier im Interieur in der Farbauswahl. Wir sitzen hier in der Premium-Variante. Die hat eine sehr schöne Innenausstattung mit so braun-schwarzem Leder mit gelben Ziernähten, auch hier am Armaturenbrett und am Lenkrad. Das sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Also mir gefällt das ausgezeichnet. Der Rest ist doch relativ identisch. Optisch zumindest haben wir hier einen Unterschied. Die Lüftungsdüsen sind ein bisschen anders. Die sind hier ziemlich rund, und zwar drei. Wir hatten beim Hashtag 1 zwei so rechteckige, so wie hier an der Seite. Ne? Das haben sie jetzt hier ein bisschen geändert. Ansonsten hier Infotainment-Display, Tacho-Display, Head-Up-Display. Alles vorhanden hier in der Premium-Version natürlich. Danach kommt quasi nur noch Brabus, also ist hier schon die höchste Variante. Ein schönes großes Panoramaglasdach haben wir hier, allerdings ohne Rollo zum Zuziehen. Das hatten wir noch im 1er, hier im 3er gibt es das leider momentan nicht, zumindest nicht in dieser Ausstattung. Ja, der Rest ist, wie gesagt, auch relativ schön gemacht. Die Türen und auch das Armaturenbrett ist mit so einem Lederimitat bezogen. Das ist weich unterschäumt, sehr schön. Türgriff, ja, Hartplastik, ne, in dieser Metalloptik, genau wie diese große, wuchtige Mittelkonsole in dieser Metalloptik, aber reines Hartplastik. Und das ist leider für mich so ein bisschen der Abturner hier in diesem Auto. Wenn das ein bisschen anders gestaltet wäre von der Materialauswahl oder hier das offen gelassen worden wäre, wäre der Wagen für mich doch auch optisch deutlich großzügiger. So ist es irgendwie so ein bisschen beengt. Man ist in so einer Kabine eingeschlossen, und das bei so einem kleineren Kompakt-SUV. Ja, es ist Geschmackssache. Einige Leute finden es total gut. Mir persönlich gefällt es so nicht unbedingt. Aber gut, das ist nur mein persönlicher Geschmack. Ansonsten ist hier wirklich alles drin, was man sich so vorstellen kann. Head-Up-Display, habe ich das schon erwähnt? Ich weiß es nicht. Haben wir auf jeden Fall hier drin. Wir haben hier in dieser Mittelkonsole eine induktive Ladeschale. Kann man das Handy schön verstauen. Fängt auch sofort an zu laden. Wir haben mit zwei USB-C-Ports. Hier hinter dem Rollo haben wir noch zwei Becherhalter. Ich habe früher mal Cupholder gesagt, da wurde ich für gerügt, weil es ja auf Deutsch Becherhalter heißt. Ihr seht also, ich bin lernfähig. Hier ist das übliche Fach, hatten wir im 1er schon, kann man ein Handy reinlegen. Hier wird es aber nicht geladen. Es ist nur zum Verstauen, wenn es halt, keine Ahnung, wenn es hier voll ist, dann kann man das hier ablegen. Man könnte hier auch noch, keine Ahnung, Krimskrams Ladekarten rein tun, dann geht aber das Rollo nicht mehr zu. Überhaupt so, ne? Rollo geht natürlich jetzt hier nicht mehr zu. Dann haben wir hier noch ein schönes Fach in der Armlehne, hier sehr tief, und das Tolle ist, es ist gekühlt, und hier gibt es extra einen Regler, wo man die Temperatur einstellen kann. Und hier gibt es tatsächlich ein Fach für Charging Card, also Ladekarte, also kann man hier eine Ladekarte reinstecken. Jetzt ist die Frage, wie weit kommt man mit einer Ladekarte? Die meisten von euch haben mit Sicherheit mehr als eine. Aber da gibt es noch ein extra Video zu, kommt übrigens bald, Ladekarten-Update, ne, 2025. Und ja, aber immerhin kann ich die hier verstauen, und dann hoffe ich, dass hier die Mittelarmlehne auch noch wieder zugeht. Hier unten ist es luftig, hier ist ein großes Fach mit einem Zigarettenanzünder.
Hier in den Türen gibt es große Ablagen. Hier dürfte sogar eine große Literflasche reinpassen. Findet man auch nicht so oft. Hier ist übrigens Hartplastik hier unten. Also hier oben, ne? Nach dem Türgriff wird es hart. Ansonsten Sitze sehr bequem, schön perforiert mit diesem braunen Leder. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben hier natürlich Sitzheizung drin, wir haben hier Lenkradheizung drin. In der Premium-Ausstattung alle Assistenzsysteme, die es gibt, völlig klar. Und einer der wesentlichen Unterschiede zum Hashtag One meines letzten Tests ist die Softwareversion. Wir haben hier nämlich die 1.5 drin. Das Update kam erst vorgestern hier in diesem Auto. Habe ich dann natürlich sofort installiert. In meinem ersten Test von dem Hashtag One hatten wir die Software 1.0. Und da gab es halt diverse Kritikpunkte in der Sprachausgabe. In der Übersetzung gab es halt Schreibfehler oder Sprachfehler. Teilweise Ladeplanung, die nicht wirklich funktionierte. Und hier haben wir 1.5. Das heißt, es ist fast eine halbe Version weiter. Und das heißt, es müsste doch deutlich ausgereift sein. Und das testen wir natürlich noch gleich in diesem Video. Überhaupt werden wir uns den Wagen noch ein bisschen näher angucken und dann fahren wir natürlich auf die Reichweitenstrecke. 130 Kilometer von Bremen nach Bremerhaven und zurück bei Tempo 130. Und dann wollen wir mal gucken, wie sich so der Hashtag 3 im Vergleich zum 1er geschlagen hat am Ende. Wir haben es heute leider sehr kühl im Vergleich zum Test vor einem Jahr, also quasi nur ein Drittel der Temperatur. Das wird sich natürlich auch auf den Verbrauch auswirken. Wobei der Hashtag 3 ja durch seine geringere Höhe und auch einen besseren CW-Wert und diese Coupé-Form eigentlich von der Effizienz deutlich besser sein sollte als der Hashtag One, aber das wird sich dann noch rausstellen müssen. Übrigens, egal ob E-Auto oder Heimspeicher, wenn ihr euren Akku möglichst günstig aufladen wollt, dann solltet ihr euch unbedingt mal einen dynamischen Stromtarif angucken. Und mit Tibber gibt es da den perfekten Anbieter für euch. Das bedeutet, ihr zahlt bei Tibber keinen festen Preis pro Kilowattstunde, sondern das Ganze richtet sich dynamisch nach den Preisen der europäischen Strombörse. Plus einer kleinen Grundgebühr von 5,99 Euro pro Monat. Und wenn ihr bis 30.12. zu Tibber wechselt, dann bekommt ihr die Grundgebühr sogar für 3 Jahre geschenkt. Das Ganze läuft alles voll digital. Das heißt, ihr habt mit der Tibber-App dann auch Vorhersagen für den nächsten Tag. Also wie werden sich die Stromkosten in 24 Stunden entwickeln. Und damit könnt ihr euer Auto über die Tibber-App genau dann automatisch laden, wenn die Strompreise am niedrigsten sind. Also Tibber und Elektroauto, das passt wirklich perfekt zusammen. Wenn der Strom günstig ist, dann ist übrigens auch am meisten Ökostrom im Netz. Damit ladet ihr dann eben auch noch grüner. Und wenn ihr euch jetzt für Tibber interessiert, dann habe ich für euch unten in der Videobeschreibung den passenden Link dazu. Also ich würde sagen, schaut da unbedingt mal rein. So, dann schauen wir uns noch mal die Software an. Wir haben hier wie gesagt die Version 1.5 und da bin ich gespannt, was sich so getan hat. Gerade auch in puncto Ladeplanung war ja auch immer so ein bisschen meine Kritik, dass es beim Hashtag One mit der 1.0er Software so gut wie keine vernünftige Ladeplanung gab. Hier auf dem Homescreen fällt als erstes auf, wir haben hier schon mal ein großes Symbol für eine Ladesäule. Das gehört doch bestimmt zum Navi, dann drücken wir da mal drauf. Tatsächlich, hier um unseren Standort herum haben wir jetzt eine Liste von Ladesäulen und das ist wirklich sehr schön. Wir haben hier gelb, wenn sie quasi halb belegt sind, wir haben hier rot, wenn sie komplett belegt sind und wir haben hier grün, wenn sie frei sind, also 2 von 2, ne, steht alles wunderbar da. Da kann man drauf drücken, dann gibt es hier eine Detailansicht, ne, was für einen Stecker ich habe, Typ 2 AC, 2x22 kW und ich sehe hier sogar die Preise. Da fragt sich, was sind das für Preise, ne, für welche Ladekarte? Also hier eine Sessiongebühr von 44 Cent und Preis pro Kilowattstunde 50 Cent. Okay, fragt sich nur mit welchem Anbieter. Ne? Das ist ja je nachdem, welche Karte ihr benutzt oder welche App ihr benutzt, möglicherweise unterschiedlich. Aber immerhin, solche Funktionalitäten gibt es jetzt hier. Das gab es halt vorher nicht. Und das ist schon mal super positiv. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das ist, wenn wir irgendwo hin navigieren, wo der Akku nicht reicht. Wir haben jetzt noch 88% im Akku, 272 Kilometer Reichweite. Und die Reichweitenanzeige steht hier auf dynamisch. Kann ja auch noch auf Standard umschalten. Dann wird die WLTP-Reichweite angezeigt. Aber so auf dynamisch ist sie natürlich berechnet nach den Verbräuchen der letzten Fahrten. So, und dann navigieren wir doch mal irgendwo hin. Wohin möchtest du fahren? Ich möchte nach München fahren. Das habe ich gefunden. Okay, wählen wir aus. Lass mich dir den Weg zeigen. Jetzt haben wir hier 3 Routen zur Auswahl. Wir kommen mit minus 206% in München an. Das ist natürlich ein bisschen wenig, ne? Da würde ich jetzt erwarten, wenn ich da drauf drücke. Nee, das ist nur die Route. Wenn ich da drauf drücke, kann ich also nichts machen, aber ich starte jetzt mal die Route. Zack. Jetzt würde ich erwarten, dass er eine Ladeplanung macht. Beachten Sie die geltenden Verkehrsregeln. Verkehrsregeln werde ich auch beachten. Hier wenden.
Jetzt wird er gleich sagen, dass der Akku nicht reicht. So, jetzt hat er festgestellt, dass mit der Akkuladung das Ziel nicht erreicht werden kann. Und er würde jetzt hier irgendwie Ladestationen einplanen. Mal sehen, was er da gemacht hat. Tatsächlich, 1, 2, 3, 4 Ladestationen hat er eingeplant. Die Frage ist jetzt, was sind das für Ladestationen und machen sie Sinn? Ne? Kann man da drauf drücken? Ja, kann man. Dann gibt es hier Ladesäule, 129 Kilometer Entfernung. Das ist allerdings ein bisschen früh, wenn ich 272 Kilometer Reichweite habe. Dann steht hier irgendwas von 17 von 20 verfügbar. Das ist schon mal super. CCS, Preis pro Stunde nach 29 Minuten. Also hier sogar Blockiergebühr wird angezeigt. Das ist doch mal vernünftig. Ne? Die Frage ist jetzt nur, warum schon so früh? Ne? So, okay, jetzt habe ich hier also meine Ladeplanung, wenn sie auch vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist. Wenn ich jetzt sage, der ist mir jetzt zu früh, 129 Kilometer, ne? Ich möchte vielleicht später. Ja, was mache ich dann? Dann muss ich Ladestationen von Hand einplanen. So, und filtern kann ich übrigens auch. Ne? Also, wenn ich hier auf das Filtersymbol drücke, dann habe ich hier Ladegeschwindigkeiten mit diesen drei Blitzen. Das ist so ein bisschen so wie bei Tesla. Und ich habe hier Steckertypen, CCS und Typ 2. Jetzt ist bei mir immer die Frage, wann ist der Filter aktiv? Ne? Wenn ich da drauf drücke und es wird gelb mit orange, oder ist das, was ich gedrückt habe, deaktiviert? Das ist so ein bisschen die Frage. Ich werde jetzt mal CCS und diese drei Blitze anklicken. Und dann denke ich, dass ich nur nach CCS mit am schnellsten, also HPC, suche. Das bestätige ich. Was passiert? Aral Puls, ja, das sieht so aus, als wäre das genau das, was ich gesagt habe. Und wenn ich jetzt scrolle, dann habe ich plötzlich 180 Kilometer, 207 Kilometer, 240 Kilometer, 295 Kilometer. Also 50 Treffer habe ich. Ja? Und das sieht dann schon ganz anders aus. Und wenn ich hier scrolle, dann bewegt sich auch die Karte mit. Das ist genauso, wie man das haben möchte. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte nach, keine Ahnung, 217 oder 230 Kilometer, sagen wir 217 Kilometer, möchte ich dann mal langsam laden. Da habe ich hier einen Aral Puls. Das ist Nummer, was haben wir denn da, 36, der wäre genau hier. Na, und dann kann ich mir auf der Route wunderbar aussuchen, wo ich laden möchte. Also das ist jetzt doch endlich mal so, wie ich mir das vorstelle, auch wenn die automatische Ladeplanung vielleicht nicht ganz so ausgereift ist und er ein bisschen zu früh rausfährt. Aber kann ich auf jeden Fall während der Fahrt einfach so mal eben hier auf die Ladesäule drücken und dann da, wo ich gerade lang fahre, mir aussuchen, wo in den nächsten 50 Kilometer ein Schnelllader ist, wo ich dann hinfahre und lade. Ja, so muss das. Der Rest der Software ist halt schnell erklärt. Es ist eigentlich doch genauso wie bisher beim Hashtag One in der älteren Version. Wir haben hier natürlich den Homescreen mit so ein paar Widgets hier für Verbrauch, für Radio, für verbundene Geräte. Wir haben hier unsere App-Liste, die mehr oder weniger redundant wieder zu bestimmten Einstellungen führt, so wie ich zum Beispiel hier auf das Auto klicken kann oder hier auf dieses Auto mit dem Einstellungssymbol klicken kann, wie ich hier unten die Klimasteuerung hochfahren kann, wie ich hier von oben noch so ein Quick Control runterfahren kann, mit Ambient Beleuchtung natürlich. Und ich habe hier mit dem Auto hier meine Schnellsteuerung für Rekuperation, für meine Assistenzsysteme, Nebelschlussleuchte und so weiter. Ich habe hier drahtlos Apple CarPlay, Android Auto. Ich habe hier Spotify drin. Und ja, der Rest war im Prinzip Standard. Was noch sehr schön ist, ist die 360-Grad-Kamera. Wirklich fantastisch. Also ich würde sagen, da könnte sich selbst Porsche mal eine Scheibe von abschneiden, denn was da im Taycan verbaut ist an Rückfahrkamera, das ist absolut eine Frechheit. Und das hier, das ist wirklich brauchbar. Wunderschönes System, gefällt mir echt gut. Ja, und ansonsten, ja, laden natürlich alles, was man so braucht. Na, so, und ich habe hier Vehicle to Load drin, das heißt, ich kann sogar entladen. Da kann ich auch die Ladegrenze einstellen, das heißt, mit dem entsprechenden Adapter kann ich Saft aus meinem Akku ziehen und dann irgendwelche elektrischen Geräte mit betreiben. Ja, also Herz, was willst du mehr? Sogar hier ein kleiner Graph mit einer Anzeige für 10, 50 und 100 Kilometer. Das ist doch alles mal sehr schön geworden. So stelle ich mir das vor. Also die Software von 1.0 auf 1.5 hat sich doch wirklich deutlich verbessert. Auch hinten im Fond ist ausreichend Platz, dass man hier als Erwachsener sehr gut sitzen kann. Auch die Sitzhöhe ist ziemlich gut. Und wir haben vorne sogar einen Frunk mit 15 Liter.
So Leute, jetzt kommen wir zum Kofferraum vom Smart Hashtag 3. Erste Frage, wie geht der überhaupt auf? Weil es ist nämlich kein sichtbarer Schalter zu sehen. Und das hier, das muss man sagen, das ist schon wirklich smart. Hier vor dem A, in dem A ist der Druckknopf und dann geht er elektrisch auf. Das ist ziemlich genial, muss ich sagen, wirklich. Und wenn sich der Kofferraum öffnet, dann haben wir hier 370 Liter, ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Und umgeklappt im Verhältnis 60 zu 40 oder 70, 30, da haben wir 1160 Liter. Und hier unten drunter ist natürlich das übliche Fach, da passt Ladekabel rein, haben wir noch so 10 cm Höhe. Und jetzt die alles entscheidende Frage, geht hier in dem Hashtag 3 so ein großer Hund wie Meiler rein und geht dann die Klappe noch zu? Ah, ich glaube, es könnte knapp werden und das probieren wir jetzt mal aus. Dazu habe ich wieder meine geniale Hundetreppe von Fellbengel. Kann ich euch als Hundebesitzer nur empfehlen. Link ist unten in der Videobeschreibung übrigens. So, Meiler, jetzt musst du hier rauf. Komm rein. Super. So, also das könnte echt sehr knapp werden. Flächenmäßig geht's, aber von der Höhe habe ich Bedenken. Ich mache das mal von Hand zu. Ganz langsam. Achtung, Meiler, Kopf weg. Kopf weg, Kopf weg. Nee. Nee, Leute. Die Klappe weigert sich schon, weil sie hier so einen Widerstand spürt. Das passt einfach nicht von der Schräge. Also würde ich sagen, großer Hund und Smart Hashtag 3 im Kofferraum ist nicht. Ich liebe dieses Teil. Ja, Smart ist ja mehr oder weniger früher Mercedes gewesen. Heute sieht es ein bisschen anders aus, denn dieser Smart oder alle Smarts im Moment werden von Geely in China gebaut. Das ist ein Joint Venture zwischen Mercedes und Geely, wobei Geely tatsächlich 51% daran hält und Mercedes 49%. Da denkt ihr jetzt, ja, ist ja fast das Gleiche, ne? Also jeder die Hälfte. Nein, rechtlich gesehen mit 51%, da kannst du halt sagen, wo es lang geht. Also Mercedes ist im Prinzip nur noch Teilnehmer, aber jetzt nicht mehr wirklich jemand, der irgendwie was zu sagen hat. Denn wenn es drauf ankommt, dann kann Geely Mercedes mit ihren 51% bei jeder Entscheidung, also fast jeder Entscheidung, überstimmen. Und dann ist die Frage, wie viel Mercedes ist jetzt hier noch im Smart drin? Vor allem auch, es kommen ja noch ein paar Autos, die wollen ja jetzt nicht hier aufhören. Vor allem der Hashtag 5, das ist ja auch ein riesen SUV, der kommt ja demnächst hier auf die Straße. Da bin ich ja mega gespannt drauf. Vor ein paar Monaten auf der ED1000 habe ich übrigens den Smart CEO Wolfgang Ufer persönlich kennenlernen dürfen. Wir haben uns sehr, sehr nett unterhalten. War wirklich interessant mal zu sehen, wie Smart sich so entwickelt hat, vor allem aus Sicht des CEOs. Er kennt natürlich auch die Probleme, die existiert haben, gerade auch in den ersten Versionen hier, auch gerade mit der Software. Und wenn so ein Wagen hier als mehr oder weniger Startup frisch auf den Markt kommt, dann gibt es immer wieder Probleme natürlich, gerade auch was die Qualität angeht oder was die Ausgereiftheit eines Produkts angeht. Wie immer reift es dann irgendwie im Laufe der Zeit beim Kunden. Das ist ja heute scheinbar so üblich. Aber jetzt sind ja doch wirklich ein paar Monate Zeit ins Land gegangen und wenn eins jetzt eigentlich gereift sein müsste, dann ist es dieser Hashtag 3. Ja, da bin ich gespannt, wenn wir gleich losfahren auf die Reichweitenstrecke, wie er sich da schlägt. Ja, Wetter ist noch ganz okay, würde ich sagen, können wir eigentlich gleich starten. Ja, und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Wir haben es jetzt 12 Grad draußen. Es ist so ein bisschen diesig. Mal sehen, ob es trocken bleibt. Also Regen ist keiner vorhergesagt. Aber bei mir, da weiß man ja nie. Trips sind zurückgesetzt. Wir haben jetzt 81% im Akku. 260 Kilometer Reichweite wird noch angezeigt. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und hier haben wir wieder einen lustigen Blinkersound. Und mir habe ich das Gefühl, dass die Ingenieure, die Soundingenieure doch wirklich alles dran setzen, um irgendwie außergewöhnliche Klänge für die Autos zu kreieren. Überhaupt hier im Smart sind die Töne alle doch irgendwie sehr, sehr liebevoll gestaltet. Das ist nicht nur der Blinkersound, auch die Warntöne oder Hinweistöne. Auch wenn man den Wagen ausschaltet, ne? So ein quick, quick, ganz witziger Sound. Ja, und fahrwerkstechnisch merkt man sofort hier auf meiner, hier übrigens, Sound, ne? Tempo 30 Zone, ich fahre gerade 35 aus Versehen und dieser Ton für die Geschwindigkeitsüberschreitung, der ist hier auch sehr außergewöhnlich. Leider Gottes ist er auch ein bisschen nervig und er dauert auch recht lange und kommt immer wieder. Kann man natürlich hier auch ausschalten, aber bei der nächsten Fahrt ist es halt wieder an. Er ist schon penetrant, muss man sagen. Aber fahrwerkstechnisch wollte ich sagen. Fahrwerkstechnisch merkt man hier die Gullydeckel doch schon.
Es ist so eine Mischung aus Komfort und Sportlichkeit. Der Wagen selbst ist ja doch auch sehr sportlich zu fahren. Und dementsprechend haben sie das Fahrwerk abgestimmt. Und das ist jetzt überhaupt nicht schlecht. Im Gegenteil, gefällt mir gut. Ist eigentlich genauso, wie ich das bei so einem Auto auch erwarten würde. Ja, und rekuperationstechnisch haben wir hier mehrere Stufen. Was haben wir denn? Wir haben hier niedrig, mittel, hoch. Dummerweise merkt er sich die Einstellung eigentlich nicht. Wenn ich auf hoch schalte, dann geht er immer bei der nächsten Fahrt wieder zurück auf mittel. Muss ich also jedes Mal wieder umschalten. Dann gibt es noch das S-Pedal. Und das ist auch so ein Ding, dass jedes Mal diese blöde Meldung kommt, wozu dieses S-Pedal ist und was es tut und dass man das bloß nicht vergisst. Und jedes Mal muss man es bestätigen und es dauert 10 Sekunden, bis dieser Button aktiv ist. Also das ist die größte Nerverei ever. Da hat man gar keinen Bock, diesen Modus überhaupt einzuschalten. Aber Rekuperation beim S-Pedal, wenn ich jetzt mal loslasse, ja? Erst eine halbe Sekunde gar nichts und dann rekuperiert er relativ stark bis zum Stillstand. Ich habe ja gerade gesehen, minus 51 kW. Es ist aber so, dass One-Pedal-Driving hier nicht ganz möglich ist. Also man muss doch schon gerade zum Schluss immer deutlich selber bremsen. Und diese halbe Sekunde, wo er gar nichts tut, das ist in allen Rekuperationsstufen so, die ist wirklich irritierend, wenn man das eben gewohnt ist, dass sobald man das Gaspedal lupft, er dann anfängt zu verzögern. Und das tut er eben nicht. Das heißt, man lupft es dann noch mehr. Und in dem Moment verzögert er halt dann irgendwann noch mehr, als man es ursprünglich wollte. Und am Ende ist dann doch ein sehr unruhiges Fahren die Folge. Und das ist so ein bisschen schade, also warum sie diese halbe Gedenksekunde eingelegt haben. Das war schon im Hashtag One so. Das erschließt sich mir irgendwie nicht. Jo, wo ich doch vorhin Sportlichkeit sagte. Der Hashtag 3, ja, gerade die Premium-Variante, die beschleunigt in 5,8 Sekunden von 0 auf 100. Und man ist dann doch sehr schnell über der Geschwindigkeitsbegrenzung, wie gerade wieder. 200 kW Leistung hat der Heckmotor, 272 PS sind es und 343 Newtonmeter. Also da bleibt eigentlich kein Auge trocken und mit diesem kleinen 4,40 Meter langen, schönen Kompakt-SUV, da ist man immer ganz vorne dabei bei der Beschleunigung. Und die anderen kommen dann wirklich kaum hinterher, ne? Ja, darf natürlich nicht so oft machen und weil natürlich der Verbrauch dann steigt. Höchstgeschwindigkeit hier am Ende übrigens 180 km/h. Das ist doch mal ordentlich. So, Wetter ist aber doch relativ ruhig. Wir haben es relativ windstill, also eigentlich ganz gute Bedingungen. Jetzt müssen wir nur die Daumen drücken, dass es nicht noch anfängt zu regnen. Aber dafür lege ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer und jetzt geht es gleich auf die Autobahn. 130 Kilometer bei Tempo 130. Ja, bei Tempo 120 hier auf der Autobahn und unserer Betonpiste, die wir hier haben, mit den Querrillen, da ist der Smart Hashtag 3 doch relativ leise. Also der Mini letztens, den ich hatte, war deutlich lauter. Die Querfugen hört man eigentlich gar nicht. Sehr schön. Und ja, Assistenzsysteme habe ich drin. Smart Pilot Assistent nennt sich das Ding. Aktiver Spurhalteassistent, adaptiver Tempomat und so weiter. Funktioniert gut. Und er hat auch einen Spurwechselassistent. Wobei er jetzt gar nicht das Blinkergeräusch macht, witzigerweise. Ah, jetzt kommt es. Hat irgendwie erst ausgesetzt. Sehr, sehr komisch. Hat er auf jeden Fall auch funktioniert. Also da gibt es bis jetzt gar nichts dran auszusetzen. Fällt mir gut. So, jetzt fahren wir nämlich 130. Tempomat ist eingestellt und aktuelle Anzeige 24 Kilowattstunden. Eieieiei, ich bin mal gespannt. Also die Windböen sind doch ein bisschen heftiger, als ich dachte. Gerade wieder so extrem rumgeworfen worden hier von der Böe beim Spurhalteassistenten. Das wirkt sich natürlich auch nicht gerade günstig auf den Verbrauch aus, gerade wenn die so ein bisschen von vorne kommen. Aber wir werden ja sehen, wohin das führt, ne? Was mir aber auffällt, hier die Sitze. Die Sitze sind extrem bequem. Also boah, hier sitze ich richtig gut drin. Gerade auch der Seitenhalt für mich, da kann man echt gut mit reisen. Das gefällt mir wirklich gut. Ja, obwohl der Scheibenwischer arbeiten muss, es ist kein Regen, es ist einfach nur Gischt, weil die Straße noch nass ist hier zwischen Bremen und Bremerhaven. Aber zumindest von oben, da kommt kein Regen. Ich glaube, das bleibt auch so. Aber ich muss trotzdem Scheibenwischer anmachen, beziehungsweise die Automatik verrichtet ihren Dienst, macht sie auch gut. Ist ja auch nicht bei jedem Auto so, wie wir wissen. Ja, die Verbräuche hier mit 24 Kilowattstunden,
das ist jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd. Ne? Wir fahren ja hier im Komfortmodus. Es gibt natürlich auch noch einen Sportmodus, es gibt einen Eco-Modus, es gibt einen Hundemodus, es gibt einen Campingmodus. Haben sie auch sehr viel bei Tesla sich inspiriert. Ist alles sehr schön, funktioniert auch alles gut. Kann man dann hier irgendwie auswählen. Nee, da war es nicht, sondern man muss es hier oben runterziehen. Warte, zack. Hier sind irgendwie die Modi. Wenn man da drauf klickt, dann hat man hier so einen Unterhaltungsmodus, ja, Erfrischungsmodus, Ruhemodus, Haustiermodus, Waschanlagenmodus, Valetmodus, wenn man den Wagen verleiht und so weiter. Ja, also ganz ehrlich, das ist doch üppig, was die Modi angeht. Eco Plus Modus haben wir auch noch. Könnte man auch noch mal einschalten, dann haben wir wahrscheinlich weniger Energieverbrauch. Also wäre zu hoffen, aber das hatte ich beim Hashtag 1 ja auch nicht. Und deswegen lasse ich es mal hier im Komfortmodus stehen. Aber Assistenzsysteme hatte ich bis jetzt keinen einzigen Aussetzer. Ne? Spurhalteassistent wunderbar, Tempomat wunderbar, das passt alles. Da gibt es überhaupt nichts zu kritisieren. Und jetzt sind wir das erste Mal auf der Strecke doch wieder so ein bisschen unter 24, 23,7. Und jetzt hat er gerade einfach gebremst. Warum hat er das gemacht? Keine Ahnung. Hat er jetzt schon wieder sich korrigiert und fängt wieder an, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ja, kleine Phantombremsung. Wo ich doch gerade die Assistenzsysteme lobe. Jetzt haben wir hier eine kurze Baustelle vor der Ausfahrt und Geschwindigkeitsbegrenzung wird automatisch erkannt. Schildererkennung, wobei er jetzt die 60 nicht erkannt hat. Er bleibt bei der 80, aber auf jeden Fall senkt er dann auch automatisch die Geschwindigkeit ab. Das kann man hier einstellen in der Software. Das funktioniert alles. Jetzt hat er leider, wie gesagt, die 60 nicht erkannt, sondern bleibt bei seinen 80. Also Schildererkennung funktioniert grundsätzlich, aber im Detail manchmal halt eben auch nicht. Und dann ist eben auch doof, wenn dann die Tempolimit-Warnung kommt. Ja, dann sind wir gleich da. Wir haben jetzt 58 Kilometer auf der Uhr, 22,8 im Moment an Verbrauch. Gleich machen wir hier die Wende, fahren hier runter und dann geht es wieder zurück. Dann haben wir hoffentlich ein bisschen Rückenwind. Ich bin mal gespannt. 22,8, da würde ich ja sagen, das ist ja im Vergleich zu den 24 ja noch versöhnlich. Aber eigentlich müsste das dann auf der Rückfahrt noch ein bisschen weiter runtergehen. Ja, lass uns mal überraschen. So, 63,9 Kilometer, also ja, jetzt 64 Kilometer, die üblichen, wir stehen an der Ampel und haben 22,2. Ja, das ist deutlich mehr als zum Beispiel mit dem Hashtag 1 oder Hashtag 1 im September bei fast 30 Grad. Also 10% mehr haben wir. Dafür, dass wir 12 Grad haben und Gegenwind, da ist das sicherlich erklärbar. Von der reinen Zahl ist es allerdings mir im Moment ein bisschen zu hoch. Ich hoffe, das geht gleich noch runter, wenn wir wieder zurückfahren. Aber in puncto Spritzigkeit und Fahrspaß, da macht dem Smart Hashtag 3 so schnell auch keiner was vor. Sehr, sehr geil, fährt sich wirklich cool und macht einfach Spaß, den Wagen zu fahren. So, 80 Kilometer, 22,5, immerhin, die Richtung stimmt. Mal sehen, ob es noch weiterfällt. Effizienz ist das eine, Ladeleistung das andere. Das eine kann das andere ja auch ausgleichen, je nachdem, wie gut oder schlecht das ist. Hier beim Hashtag 3 ist es aber genauso wie beim Hashtag 1. Wir haben eine Ladeleistung hier von 150 kW auf dem Papier stehen. Das testen wir nachher natürlich noch aus. 150 kW, ja, das ist jetzt so mittelprächtig, würde ich mal sagen. Ist nicht so ganz schlecht, aber auch kein Spitzenwert. Und beim 66er Akku ist es ein bisschen mehr als 2C, also doppelte Akkugröße an Ladeleistung, ein bisschen mehr. Ja, das passt schon so. Aber natürlich wäre es cooler, wenn die Ladeleistung eher so Richtung 180, 200 gehen würde. Aber am Ende liegt es natürlich immer auch an der Ladekurve. Und in der Regel ist ja so, je egal wie groß der Akku ist, am Ende stehen immer irgendwie 30 Minuten von 10-80%. Das ist ja heutzutage fast schon der E-Auto-Industrie-Ladestandard. Immer diese 30 Minuten. Ne? Aber das werden wir noch feststellen heute.
So Leute, wir sind jetzt genau 100 Kilometer unterwegs. Der Durchschnittsverbrauch liegt bei 23,7 Kilowattstunden, was echt viel ist, muss ich sagen. Wir haben 42% im Akku, bedeutet wir haben 39% verfahren bei 100 Kilometer. Sagen wir mal, es sind 40%, dann sind 80% 200 Kilometer und dann haben wir noch 20% Rest, das wären auch nochmal 50 Kilometer, sodass rechnerisch jetzt aktuell die Gesamtreichweite nur 250 Kilometer wäre auf der Autobahn. Das mit einem 62er Akku, das ist ein bisschen mau, muss ich sagen. Es ist ja so, dass das Wetter jetzt nicht so warm ist, aber 12, 13 Grad ist jetzt auch nicht wirklich kalt. Es ist kühl, aber jetzt keine Wintertemperatur. Einziger Haken dabei ist jetzt der Gegenwind, der ein bisschen kräftiger ist und natürlich die Winterreifen, die wir drauf haben. Rollwiderstand, ja, Pirelli Sotto Zero sind nicht die effizientesten Reifen, weiß ich, habe ich bei meinem Model S auch drauf. Aber trotzdem, ich finde diesen Verbrauchsunterschied zu dem Hashtag One im Sommer doch heftiger als vermutet. Ja, Leute, wir sind wieder da nach 128,7 Kilometern laut Tacho und der Gesamtdurchschnittsverbrauch liegt bei 22,8 Kilowattstunden. Wir haben jetzt noch 107 Kilometer Restreichweite und 35% im Akku. Ja, was gibt das denn jetzt für ein Gesamtbild? Also nach den Prozenten, 35%, ne? Wir sind ja von 81 gekommen. Wenn ich nach den Prozenten gehe, dann kommen wir 280 Kilometer mit 100%. Wenn ich nach dem Verbrauch gehe, 22,8 und die 62 Kilowattstunden Akkukapazität zugrunde lege, dann kommen wir 270 Kilometer insgesamt mit 100%. Also irgendwo dazwischen wird es dann liegen. Und ja, jetzt haben wir wie gesagt noch 35%, so 20-25% fahre ich gleich noch runter und dann geht es an Schnelllader. Und dann gucken wir mal, wie die Ladekurve ist, ob die sich irgendwie vom Hashtag 1 unterscheidet und wie lange wir von 10-80% brauchen. So Leute, jetzt laden wir bei Ionity. Wir sind mit 20% hier angekommen. Er ist auch sofort hochgegangen auf 155 kW. Also die 150 kW schon mal 1A übertroffen. Perfekt. Ja, und ansonsten, der Smart hat mir doch sehr, sehr gut gefallen. Es gibt natürlich ein paar Kritikpunkte. Das habe ich ja hier im Video auch schon deutlich erwähnt. Die Software hat sich deutlich verbessert im Vergleich zum Hashtag 1. Die Ladeplanung ist jetzt brauchbar. Viele Dinge, die vorher so ein bisschen merkwürdig waren, also sei es Übersetzungsfehler oder Schreibfehler oder auch bestimmte Funktionen in der Software, sind jetzt viel besser. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Wie gesagt, einige Sachen nerven immer noch, indem man sie jedes Mal beim Starten wieder aktivieren muss. Besonders dieses S-Pedal, diese Funktion, dass man da auch 10 Sekunden warten muss, bevor man das bestätigen darf. Ja, für mich völlig unverständlich, ehrlich gesagt. Ja, ansonsten, Reichweite, ja, könnte besser sein. Heute war der Verbrauch leider sehr, sehr hoch. Also für mich ein bisschen zu hoch. Schreibt mir doch mal
gerne in die Kommentare, wenn ihr einen Hashtag 3 habt, ob ihr das nachvollziehen könnt, ob das bei euch bei solchen Temperaturen bei Tempo 130 auch so ist oder ob ihr da andere Erfahrungswerte habt. Das würde mich mal interessieren, ob das hier irgendwie ein Ausreißer ist. Nichtsdestotrotz, so die 270, 280 Kilometer auf der Autobahn bei so einem Wetter, die gehen gerade noch so in Ordnung. Mein letzter Test mit dem Mini Cooper, der kam ja mehr oder weniger genauso weit und hatte einen deutlich kleineren Akku. Da könnt ihr mal sehen, was Effizienz nämlich für ein wichtiges Thema ist. Ja, Ladeleistung, Spitzenwert geht gerade so in Ordnung, aber trotzdem finde ich die Zeit, die man hier steht, von 10-80% oder in meinem Fall von 20-80%, das lässt sich verschmerzen, sodass man mit dem Hashtag 3 auch mal gut die ein oder andere Langstrecke fahren kann. Klar, als Außendienstler, da wäre das natürlich nicht der Wagen eurer Wahl. Ja, und ansonsten die Preise hier vom Hashtag 3, die sind ja eigentlich gar nicht mal so schlecht im Moment. Ich meine, ich sitze ja jetzt hier in der Premium-Variante, da gibt es noch Pro Plus darunter und die Pro. Die Pro beginnt bei 38.000, die Premium hier ist 46.500. Brabus ist dann über 50, aber ganz ehrlich, das braucht man nicht, außer man möchte unbedingt Allrad haben und natürlich noch mehr Performance. Aber Smart hat nämlich gerade quasi Aktionswochen. Es gibt nämlich eine Smart-Prämie von 4.000 Euro, das heißt, die gehen vom Kaufpreis noch runter. Wohlgemerkt, jetzt Stand Ende November 2024. Wenn ihr das Video guckt, müsst ihr euch mal informieren, ob die Aktion dann noch gilt. Das würde bedeuten, hier statt 46.500 für die Premium-Variante nur 42.500. Oder die Pro Plus statt 43 nur 39. Also das sind jetzt Preise, da kommen wir dann wieder in sehr interessante Regionen und man bekommt hier wirklich sehr viel Auto fürs Geld. Diese optischen Sachen wie diese Plastik-Mittelkonsole, die mir persönlich jetzt nicht so gefällt, das ist ja auch irgendwie immer Geschmackssache. Das müsst ihr entscheiden, ob ihr das gut findet. Ansonsten hier vom Interieur wirklich sehr, sehr schön gemacht alles. Auch der ganze Wagen ist sehr, sehr schön gemacht, sieht sehr gut aus, finde ich, und fährt sich auch wirklich wunderbar sportlich. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr hier vom Smart Hashtag 3 haltet. Vielleicht kennt ihr den Wagen ja schon. Wie gesagt, es gibt den ja schon ein bisschen länger. Schön, dass ich ihn heute mal in meinem Gigatest hatte. Ja, würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst mir auch ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.